Mareike Aden, schönen guten Morgen. Das eine sind die Prognosen, die andere Frage ist, was sagen denn die validen Zahlen am Morgen? Ja, die validen Zahlen, die bestätigen die Prognosen und auch die Umfragen, die wir in den Wochen hatten. Es sind schon die meisten Wahlkreise ausgezählt. Keir Starmer mit seiner Labour-Opposition, der hat auch schon die Mehrheit, die er braucht, von diesen 650 Sitzen insgesamt gewonnen. Und deswegen hat Rishi Sunak auch den Telefonhörer vor einer guten Dreiviertelstunde in die Hand genommen, hat er gerade vor den Fernsehkameras und vor seinen Wählern in seinem Wahlkreis gesagt, hat den Hörer in die Hand genommen und hat angerufen bei Keir Starmer und ihm zum Wahlsieg gratuliert und hat gesagt, ja, wir haben verloren, wir die Konservativen und er, der bisherige und der jetzt noch gerade Premier, er werde da Verantwortung übernehmen. Er sagt aber, er will erstmal auch Parlamentsmitglied bleiben. Wir werden sicher im Laufe des Tages dann noch mehr zu seiner Zukunft hören. Wie ist das Prozedere in Großbritannien? Wie schnell kommt da der Umzugswagen? Ja, der kommt sehr, sehr schnell. Also heute wird Keir Starmer, der 61-jährige Jurist, der bisherige Oppositionsführer, in die Downing Street Nummer 10 dann einziehen. Es gibt keine Übergangsphase und Rishi Sunak, der muss ausziehen. Vielleicht ist er auch schon ausgezogen. Er konnte ja auch durchaus rechnen mit dieser Niederlage. Und Keir Starmer, der muss aber auch noch oder darf, je nachdem, wie man das sieht, zum Monarchen, zum König Charles und wird dort dann offiziell, das ist die Formalie, auch dann zum Premier ernannt werden. Wenn wir jetzt auf das Politische schauen, was bedeutet dieser Erdrutschsieg für die Regierungsarbeit für Starmer? Ja, das ist ein Erdrutschsieg, so ein bisschen ohne Liebe der Wähler. Man hat immer wieder gehört, das zeigen die Umfragen, das zeigen auch die Äußerungen in der Nacht, dass für viele Wähler Labour eher so das kleinere Übel war, dass man so sehr Wandel wollte, dass man jetzt sich entschieden hat, wir stimmen für die Opposition, für Labour. Und Keir Starmer, der ist vorhin vor die Kameras getreten, hat auch gesagt, er weiß, das wird eine sehr große Aufgabe, aber er spricht auch die Hoffnung in den Menschen an, will sie wecken. Er war das erste Mal auch so ein bisschen gefühlvoller. Er sagte, ja, der Sieg, das fühlt sich gut an. Ich will jetzt den Wandel bringen und ich will mir auch das Vertrauen der Menschen erarbeiten. Aber dass die Aufgaben und die Herausforderungen da sehr groß sind, das weiß er und das spricht er auch offen an. Aber von was reden wir ganz genau? Bei welchen Themen sind so diese größten Brocken zu bewältigen? Ja, die Liste ist ganz lang. Das ist einmal die Wirtschaft, da ist sehr viel zu tun. Labour sagt, man wolle das mit Wachstum alles schaffen, das Wachstum ankurbeln, was natürlich sehr schwierig ist, auch in der internationalen Lage. Aber auch die sozialen Themen, die sind einfach sehr groß. Großbritannien befindet sich in einer sogenannten Cost of Living Crisis. Die Preise für Lebensmittel sind wahnsinnig gestiegen, auch für andere Dinge. Ganz großes Thema im Wahlkampf und auch im Alltag sind immer wieder die langen Wartezeiten des nationalen Gesundheitssystems. Da warten Millionen von Briten auf Termine. Das wird immer wieder genannt von den Wählern. Da sagt Labour auch, ja, da wollen wir ran. Man will auch, das sagt Labour seit Tagen auch schon im Hintergrund, die Rolle Großbritanniens in der Welt wieder stärken und auch auf der europäischen Bühne wieder präsenter werden. Was das für uns in Deutschland bedeutet, für unser Verhältnis, das werden wir im Laufe des Morgens sicherlich auch noch klären. Fürs Erste, Mareike Aden, ein Sieg ohne Liebe. Dankeschön.